Okay, moin zusammen. Grüße euch zu dieser Vorlesung. Das ist die Vorlesung, in der wir das M-Wort besprechen werden, die Monads. Ich denke, es wird auch die letzte Vorlesung sein in diesem Semester, jetzt für diesen FP-Durchgang. Ich werde einfach jetzt heute mal das Tempo so einrichten, dass wir sinnvoll durch die Folien, die ich verteilt habe für das Kapitel, irgendwie durchkommen. Ihr seht wahrscheinlich, wenn ihr euch die Folien als PDF runtergeladen habt, dass das irgendwie ein Stack von 50 Folien sind oder irgendwie, oder 40 plus oder so. Unmöglich, das irgendwie heute zu besprechen, muss aber auch nicht sein. Es gibt so einen Bruch in dem Kapitel. Ich hoffe mal, dass wir uns diesem Bruch nähern können, diesem thematischen Bruch. Alles, was ich heute dann nicht vorsingen werde, ja, kommt auf keinem Übungsblatt dran, kommt auch noch in keiner Klausur dran oder sowas. Ja, nicht so nach dem Motto, oh, der Gruß ist nicht fertig geworden und jetzt müssen wir uns das alles selber arbeiten, weil es in der Klausur dran kommt. Nee, wenn ich hier aufhöre vorzusingen, in Anführungszeichen, dann ist auch das klausurrelevante Material besprochen worden. Okay? Alles klar. Ja, ich denke mal, sonst kommen wir doch relativ weit in die Klausurenphase rein mit der Vorlesung. Würde ich gerne vermeiden. Also, lass uns loslegen, weil es gibt doch ein paar interessante Sachen zu besprechen. Okay, wir werden über Monads sprechen. Einige sagen zu dem Monads, also einem Konstrukt, das in diese Functor-Applicative-Familie irgendwie reingehört und sich da einordnen wird, wie ihr sehen werdet. Ja, manche nennen es auch das programmierbare Semikolon. Und das ist eigentlich gar kein schlechter Name dafür, ja, denn Semikolon ist der Glue, ist der Klebstoff, der so ein imperatives Programm zusammenhält. Ein Statement, Semikolon, zweites Statement, Semikolon, drittes Statement. So werden imperative Programme aufgebaut. Wir wissen, dass funktionale Programme anders aufgebaut werden, nämlich mit Function Composition. Okay, das ist das Semikolon, in Anführungszeichen, das man uns gibt in der funktionalen Programmierung. Ja, das ist das der normale Compose-Operator, den wir auch F after G genannt haben. Ja, hier kommt erst G zum Zuge und danach erst F. Ja, ich habe darunter meine Variante, die wir jetzt in den Folien benutzen werden, irgendwie aufgeschrieben, die genau das gleiche macht, bloß die Rolle von F und G sind vertauscht. Diesen Operator würde ich vielleicht F then G nennen. Ja, denn erst kommt F zum Zuge und dann kommt G zum Zuge. Und wenn ich hier hinter diesen Operator hinter das G nochmal setzen würde und dann H und dann I und J hintereinander schalten würde, dann würde die Computation so von links nach rechts irgendwie durch diese Komposition durchwandern. Einfach nur dadurch, dass ich hier so einen Flip gemacht habe auf dem Compose-Operator. Okay? Ansonsten ist dieser komische Pfeil-nach-rechts-Operator eine ganz normale Funktionskomposition. Und klar, das könnte die Definition von Funktionskomposition sein. Okay, und keiner von diesem Raum würde jetzt irgendwie noch ein Problem damit haben. Ja, außer, dass wir es jetzt so ungewöhnlicherweise von links nach rechts lesen können. Manchmal denke ich, wenn ich darüber nachdenke, so in Form von Unix-Pipes nach. Der Prozess kommt zuerst, der Prozess kommt als letzter, der Input wird hier so durchgeschleift, hier fällt am Ende der Output raus. Okay, wir könnten die Definition von dem File-Operator so anlegen, ja, hier, wie er da definiert ist. Ja. Und der hätte dann allerlei coole Properties, weil wir anschließen können an unsere letzte Vorlesung. Man kann sich überlegen, dass die beiden hier zusammen, diese beiden Funktionen, ja, dass sie zusammen ein Monoid ausmachen. Das hier, das ist das neutrale Element für diesen Kompositionsoperator, der assoziativ ist und so weiter. Könnte man sich mal überlegen. Ist nicht besonders irgendwie wichtig hier an der Stelle. Aber wie gesagt, das wäre eine mögliche Definition. Wir werden jetzt aber gleich noch andere Definitionen für diesen Pfeil-nach-rechts-Operator irgendwie anschauen. Und wir werden sehen, dass die, obwohl die Definitionen irgendwie verschiedene Dinge für uns tun werden, alle eine große Gemeinsamkeit ausdrücken. Und dieser Monad, diese Monads, das ist die Datenstruktur, die Algebra-Struktur, die uns diese Gemeinsamkeiten irgendwie zusammenfasst und gemeinsam irgendwie ausdrücken kann. Ja? Also wenn die imperativen Programmierer mit Semikolon arbeiten, werden wir mit dem hier arbeiten. Ja? Und das Coole ist, weil wir unter voller Kontrolle sind, was hier auf der rechten Seite von dem Gleichheitszeichen steht, können wir die, was sich hinter diesem, ja, erst F, dann G, also unter diesem Semikolon verbirgt, das können wir selber ausprogrammieren. Und das werden wir jetzt auch gleich ausnutzen. Darum programmierbares Semikolon, gar nicht so ein schlechter Name. Okay, stellt euch vor, diese Funktionen hier, die wir in der langen Pipeline hintereinander schalten, ja, die sind von spezieller Art, die haben wir auch kennengelernt, solche Funktionen. Das sind Funktionen, die wir auch partiell genannt haben oder Funktionen, die nicht auf allen Argumenten ein Ergebnis liefern können. Okay? Ja, teilen irgendwie, Division kann irgendwie beim Teilen durch Null kein Ergebnis liefern. Es gibt einfach Fehlerzustände, die dazu führen, dass diese Funktionen kein Ergebnis liefern können.
Wie wir solche Funktionen betrachten, haben wir schon öfter in der Vorlesung jetzt besprochen. Das ist keine Funktion von A nach B, das ist eine Funktion von A nach maybe B. Und unter bestimmten Voraussetzungen kann uns so eine Funktion auch nothing liefern. Ja? Okay, stellt euch vor, alle von den FI in der langen Pipeline wären von der Art. Alle von diesen FIs sind Funktionen, die potenziell auch ein Maybe-Ergebnis liefern könnten. Ja? Dann würde ich mir wünschen, dass dieser Semikolon-Operator, mein Pfeil nach rechts-Operator hier, dass der darauf vorbereitet ist und mich davon entlastet, jeweils explizit darauf achten zu müssen, dass eins von den FI ja maybe geliefert haben könnte. Ich würde gerne so eine Komposition von Funktionen, in der eine der Funktionen FI scheitern könnte, die würde ich gerne scheitern lassen, sobald nur das erste Mitglied der Funktion in der Komposition nothing liefert, soll Schluss sein. Dann kann die ganze Komposition irgendwie nichts Sinnvolles mehr liefern. Dann liefert eine Funktion keinen Input mehr für den Rest der Pipeline. Okay, dieses Verhalten, sollte nur einer von den FI scheitern, dann soll die ganze Pipeline scheitern. Das würde ich gerne in diesem Fall nach rechts in das programmierbare Semikolon einbauen und nicht jedes Mal von Hand neu ausprogrammieren. Okay, alles klar. Und so ein Semikolon-Operator, so ein Pfeil nach rechts-Operator für solche potenziell fehlschlagenden Funktionen, der hätte dann die Signatur hier. Vorne stecke ich ein A rein, vielleicht kommt ein B raus. Wenn ein B rauskommt, könnte dann vielleicht im nächsten Schritt vielleicht ein C rauskommen, sozusagen, und dann hätte ich insgesamt von der Funktion von A vielleicht nach C. Und das wäre doch die Definition dieses Operators, oder? Das wäre eine neue Funktion, der gebe ich ein Argument, das ich hier vorne in diese Pipeline reinstecke. F tut seinen Job. Vielleicht habe ich Pech und F scheitert schon, dann scheitert die gesamte Pipeline. Oder F hat tatsächlich einen Job für mich tun können, gibt mir hier einen Y vom Typ B, das hier natürlich eingewickelt ist und just. Das Y greife ich mir raus, schicke das an das G weiter und dann kann der seinen Job tun. Okay, damit ist dieses Behandeln des potenziellen Scheiterns des linken Teilnehmers da in der Pipeline hier in diesen Fall nach rechts Operator eingebacken sozusagen. Okay, und ich müsste mich eigentlich nicht mehr darum kümmern. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht für so ein Programm, in dem das tatsächlich mal gemacht wird. In dem Programm habe ich mir natürlich solche FI, die potenziell scheitern können, habe ich mir gleich mal ein paar mitgebracht. Warte mal. Hier. Hier ist so eine Funktion, der gebe ich einen String, vielleicht liefert sie mir dann einen Character. Ihr seht, was die Funktion macht. Die kann so ein Zahlwort abbilden auf das entsprechende Zahlzeichen, das dazugehört, wenn das Zahlwort dann in Englisch geschrieben wird. Okay? Hier, ich implementiere das mit Lookup, das kann scheitern, vielleicht, wenn ich hier irgendein Fantasiewort reinstecke, kommt da halt keine Zahl raus, sondern nothing. Okay, ja, wenn ich so eine Zahl bekommen habe, hier so ein Character, dann kann ich den in diese Digit-to-Value-Funktion reinstecken, die mir ein Zeichen in einen potenziellen Integer-Wert irgendwie umwandeln kann. Ja, für die Zeichen hier, 0 bis 9, kann ich das machen, für alle anderen Zeichen schlägt das fehl. Okay, und wenn ich dann so einen Integer in der Hand habe, dann kann ich den benutzen, um hier in diesem Array oder in dieser Liste von Charaktern, Unicode-Charaktern, das Zahlzeichen, das chinesische Zahlzeichen an der Stelle n nachzuschlagen. Sollte n länger sein als die Länge dieses Strings hier, ja, dann wird das auch scheitern, ja, und kommt nothing bei raus. Das sind also drei Funktionen, die ich sinnvoll hintereinander schalten könnte, aber alle von denen könnten potenziell scheitern. Gibt chinesische Kommilitonen unter uns, die diese Zeichen lesen können? Ich hoffe, ich habe die irgendwie richtig hier rauskopiert oder so. Ja, ich habe leider keine Ahnung. Hier könnte auch was ich stehen. Irgendwie Grust hat keine Ahnung und so weiter. Und ich würde euch das happy präsentieren hier. Ja? Okay. Alles klar. Was ich jetzt machen möchte ist, du gibst mir ein englisches Zahlwort, dann gebe ich dir das entsprechende chinesische Zahlzeichen dazu. Aber das kann alles scheitern. Ja? Hätte ich nicht einen speziellen Operator, diesen Pfeil nach rechts Operator, der mich davor schützt, mich jeweils um das Scheitern explizit zu kümmern, ja, dann müsste ich diese Funktionen numeral to digit, digit to val und Chinese numeral wahrscheinlich in dieser Art und Weise irgendwie hintereinander stöpseln. Und ich dürfte mich nach jeder Anwendung explizit darum kümmern, ob die Pipeline noch weiterlaufen darf oder ob ich hier abbrechen muss. Ja, das ist der üble Fall. Okay. Oder ich besorge mir das programmierbare Semikolon für die Maybe-Funktion, da ist es. Dann kann ich diese Chinese-Funktion, oder Chinese Prime, wie ich es hier genannt habe, in der Form hinschreiben. Das sieht schon viel besser aus. Ja? Da wird das alles von links nach rechts durchgeschleift. Ja? Das Numeral to Digit bekommt den String, den ich hier übergeben habe an Chinese. Der tut seine Arbeit, vielleicht tut der seine Arbeit, vielleicht tut der seine Arbeit. Wenn es irgendwo scheitert, wird automatisch für mich abgebrochen. Okay. Alles klar. Hier unten habe ich mal
einen entsprechenden Aufruf mitgebracht, GHCI starten. Okay, alles klar, so. Wie heißt Sequence Maybe die Funktion? Ich glaube, ich brauche einen schnellen Computer. Ja, genau. Genau. Laufen lassen, ja. 5 kann in das chinesische Zeichen für 5 umgewandelt werden. Hier Fov oder was weiß ich, was hier steht, irgendein Nicht-Zahlwort wird von meiner Chinese Prime-Funktion auf. Ich kann euch zeigen, was da rauskommt. Wir können ja hier nicht Maybe to List ansetzen, sondern Show. Dann kann man auch die Strings sehen, die Maybe-Werte sehen, die da definiert werden. Ja, dann sieht man bloß leider nicht mehr so cool das Unicode-Symbol. Hier, das hat tatsächlich funktioniert. Da unten kommt, wie erwartet, Nothing raus. Und ich kann natürlich das hier oben jeweils reinstecken in meine Funktionen. Die verhalten sich an der Stelle gleich. Okay, aber ich wüsste, welche Funktion ich schreiben wollte, nämlich die hier. Ja, wo das Verketten der Funktionen und die Logik dazu sich in dem Programmiersagen Semikolon versteckt. Okay, und das könnte ich natürlich fortsetzen, die Idee. Ja, ich könnte mir Funktionen fi vorstellen, die von a nach b abbilden. Ja, aber wenn bei der Ausführung von so einem fi was schief geht, dann wird vielleicht eine Exception generiert. Ja, also einfach eine Fehlermeldung, vielleicht einen String ausgegeben, ja, der irgendwie beschreibt, warum die Funktion fehlgeschlagen ist. Wir haben bisher eben in der Maybe-Version nur Nothing rausbekommen als Ergebnis. Aber in der Version hier würde ich mir vorstellen, dass Exception von B die Möglichkeit hat, ein B zu kodieren oder auch eine Fehlermeldung. Vielleicht in Form eines Strings oder in irgendeinem anderen Datentyp. Das ist so wie Either. Ja? Either Error oder B sozusagen. Ja, und ich könnte mir einen speziellen Error-Datentyp da hier denken, das ist vielleicht ein String und dann wäre das hier die super simple Implementation von meinem Exception B-Data-Type. Ja? Die Write-Komponente von diesem Either-Werten würde einen Wert tragen vom Typ B, das wäre das erfolgreiche Berechnen der Funktion. Die Left-Komponente würde einen String oder einen Error-Value tragen, der mir anzeigt, oh, hier ist was schiefgelaufen. Ja, jetzt habe ich mehrere Funktionen von diesem Typ A nach Exception von B und die würde ich auch gerne hintereinander ketten, wie ihr hier sehen könnt. Jetzt bräuchte ich ein anderes programmierbares Semikolon. Eins, das darauf ausgerichtet ist, diese Exception-behafteten Computations irgendwie durchzuführen. Okay, hat jemand Bock, die Definition für den Kompositionsoperator in dem Fall irgendwie zu diktieren? Ich schalte gleich mal hier auf meine Visualization um. Sorry, da war ich schon in der Vorlesung einen Schritt zu weit. Also, das ist eine Funktion. War da eine Meldung? Ah, sauber. Alles klar? Okay. Pattern Matching. Ja? Pattern Matching auf den beiden Konstruktoren, die mich treffen können, wenn ich so ein Exception B oder also Either-Wert in der Hand habe. Da gibt es nur Left und Right. Ja? Und hier in der Left-Komponente ist die Fehlermeldung kodiert. Okay. Ja, was würdest du vorschlagen, was dann passiert? Sauber. Wenn irgendwann mal ein Fehler aufgetreten ist, dann wird der Fehler propagiert und das ist der Fehler, mit dem die Pipeline scheitern wird, sozusagen. Ansonsten ist ein Write-Wert rausgekommen, hier Y vom Typ B. GY. Ja. G ist wieder so eine Funktion, die entweder ein Left oder Right irgendwie rausgeben wird und so. Das wäre dann das Ergebnis der gesamten Komposition an der Stelle. Hervorragend. Ja. Also eine Variation dessen, was wir gerade eben irgendwie gesehen haben. Auch dazu habe ich mir einen File mitgebracht. Ja, hier, ihr seht, ja, da ist mein Exception Data Type, Exception A in diesem Fall, alles klar. Und meine ganzen Funktionen, die hier mitmachen, um mein englisches Zahlwort in ein chinesisches Zeichen zu übersetzen, die haben jetzt diese Signatur hinten. Ja, also hier, ihr seht, dass der Lookup macht für das Wort des Wortes B in meinen Digits, ja,
Wenn das erfolgreich sein sollte, dann wird diese Write-Funktion angewandt. Falls das nicht erfolgreich sein sollte, dann wird dieser Wert hier an der Stelle irgendwie zurückgegeben. Ja, woher kommt das? Ja, hier, es gibt hier so eine Maybe, so eine Maybe-Funktion in Haskell schon vordefiniert. Das Ergebnis hier. Sollte das tatsächlich Nothing sein, wird der Wert zurückgeliefert. Sollte das irgendein Wert sein, der just x ist, wird auf dieses x diese Funktion angewendet. Und damit kann ich das richtig cool, das Ergebnis von meinem Lookup in so eine Exception irgendwie einwickeln. Und meine Exception würde an der Stelle sagen, unknown numeral, ja, unbekanntes Zahlwort. Ja, oder hier, ich gucke nach, ob ein Character tatsächlich in Integer übersetzbar ist. Hier an der Stelle ist es tatsächlich möglich, right. Hier an der Stelle ist es unmöglich, left, mit einer Fehlermeldung. Und genauso sieht das Ding aus. Wieder, hätte ich kein programmierbares Semikolon, wäre das die Welt, in der ich lebe. Ja. Explizites Behandling von diesen Left- und Error-Cases, und zwar nach jeder Funktion, in jeder der Teilfunktionen meiner Komposition. Oder wir benutzen den Kompositionsoperator, den uns der Kommilitone gerade diktiert hat. Dessen bin ich großer Fan, weil der nämlich meine Programm so aussieht, identisch wie das Programm mit den Maybes jetzt. Bloß, dass ich ein bisschen andere Funktionalität hier hinter diesem Pfeil nach rechts Symbol irgendwie verbirgt. Laden, Sequence Either heißt das Ding wahrscheinlich, genau. Ja. Ja. Hier lassen wir es einmal durchlaufen, hier unten wird es leider scheitern. Ja. Also einmal laufen lassen. Ja, oben bekommen wir tatsächlich unser Zahlsymbol raus. Hier unten bekommen wir ja, unsere Exception. Ja, die entsprechende Fehlermeldung, die uns an der Stelle generiert wird. Okay, aber der Punkt, ihr könnt ja schon denken, ja, ist das hier. Ja, weil wir die Funktionalität, Funktionen hintereinander zu komponieren, hier in diesem Fall nach rechts versteckt haben, abstrahiert haben von den Details sozusagen, haben wir uns an der Stelle unser Programm eigentlich gar nicht umschreiben müssen. Okay, die Idee kann man weitertreiben, bis der Arzt kommt. Hier habe ich eine andere Version von Funktionen mitgebracht, welche die nicht deterministisch sind. Okay, du gibst mir ein A und dann gebe ich dir non-dead B und nicht B zurück. Non-dead B bedeutet, ich könnte dir diesen B-Wert geben oder diesen oder diesen oder diesen. Eine ganze Liste von B-Werten könnte ich dir in die Hand geben für dieses eine Argument vom Typ A. Das ist eine nicht deterministische Funktion. A wird nicht auf ein B abgebildet, sondern gleich auf eine ganze Liste von Bs. Ja, das wäre meine Modellierung für Nicht-Determinismus in meinem Programm. Hier seht ihr den trivialen Typ-Alias, der dazugehört, zu non-dead. Einfach Liste von Bs. Okay. Ja, jetzt möchte ich gerne solche nicht-deterministischen Funktionen hintereinander hängen. Okay. F und G sind von der Art. Okay. Ja, also erst, ja, ja, und das ergibt mir hier, das ist die Komposition von f und g, von diesen nicht-deterministischen Funktionen. Erst darf f seinen Job auf x tun, da kommt gleich eine ganze Liste von Werten raus, ja, weil f für ein Argument x gleich eine ganze Liste von Antworten hat. Jedes Element in dieser Liste von Antworten ist gleich gut. Nicht das erste ist besser und das letzte ist das schlechteste, sondern alle sind nicht-deterministisch gleich gute Antworten von f. Alles klar? Dann wird G jetzt auf jede dieser möglichen Antworten angewandt. Okay, cool. Das hier hat den Typ Liste von B. Das hier hat den Typ Liste von C. Okay, ja, jede dieser einzelnen Anwendungen von f of x hat schon eine Liste ergeben. Ja, über diese ganze Liste gehe ich jetzt drüber und auf jedes der Listenelemente wende ich G an. Für jedes dieser Listenelemente hat G gleich eine ganze Liste von Antworten parat. Ja, was hier rauskommt, ist eine Liste von Listen von Cs. Okay, damit das nachher wieder eine einfache Liste von Cs ist, klopfe ich die flach. Concat kennt ihr, Listen von Listen werden flach geklopft. Das hier ist eine Liste von C oder non-dead C auch mal genannt. Okay, also F darf seinen Job tun, ja, 1000 Antworten. Map G, G wird auf diese 1000 Antworten angewandt. Für jede dieser 1000 Antworten hat G selber wieder 10 Antworten. Ja, das ist eine Liste, eine Länge 10, in der jeweils 1000 Elemente, nein, eine Liste Länge 1000, in der jeweils 10 Elemente, die Listen drin sind, flachklopfen, dann habe ich 10.000 mögliche Antworten, die ich hier zusammengesammelt habe. Das ist mein Kompositionsoperator für nicht-deterministische Funktionen. Wer Fan von List Comprehensions ist,
Jetzt schreibt das so hin, aber das ist genau das gleiche wie oben. Und auch dafür habe ich ein Beispiel mitgebracht. Wir kommen auf dieses Beispiel auch gleich noch zurück. Zeige ich euch jetzt gar nicht. Das heißt dann Sequence Non-Dead, das Beispiel. Ja, befindet sich aber natürlich im GitHub-Repo, das ihr dann irgendwie anschauen könnt. Ja, wir haben jetzt schon zwei Beispiele gesehen. Das hier ist nicht viel anders. Wir gucken jetzt noch gleich ein drittes Beispiel an. Okay. Ja. Das hier sind Funktionen, die von A nach B abbilden. Super. Ja. Aber ihr seht, dass diese Funktionen, die ich hier beschreiben möchte, noch mehr konsumieren. Ja. Die haben Zugriff auf, ja, ich nenne das hier mal State, auf eine Repräsentation, einen Wert, der mir den Zustand meines Programms, den Zustand meines Systems repräsentiert. Ja, wer weiß, was da drin steht irgendwie, welche Uhrzeit gerade herrscht oder was weiß ich, was ich in State alles finde, welche Files gerade geöffnet sind oder was die nächste Zufallsfall, die zu generieren wird. Irgendwas, was mir wichtig ist für mein Programm, was den Zustand meines Programms irgendwie hier beschreibt. Wie lange läuft das Programm schon? Wann ist es gestartet worden sozusagen? Ja? Was sind die Ausgaben, die dieses Programm schon irgendwie gemacht hat? Das könnte ich alles in diesem Wert von Typ State irgendwie einsammeln. Und auf diesen Zustand hat die Funktion, die ich hier mit meiner Komposition zusammenschmeißen will, auf diesen Zustand hat diese Funktion Zugriff. Ja, die kann also das A lesen. Oh cool, ich soll das für ein A berechnen. Ja, aber ich habe gleichzeitig Zugriff als zweites Argument hier auf den Zustand des Systems, was das auch immer sein mag. Ja, dann wird mir die Funktion in B daraus berechnen, aus dem A und dem aktuellen Zustand, und mir einen Nachfolgezustand liefern. Ich möchte zwei Dinge zurückgeben. Ja, aus diesen Funktionen, darum gebe ich Ihnen den Tupel zurück. Okay, ich berechne den Wert B, aber der Zustand hat sich geändert. Ja, wer weiß, vielleicht ist die Zeit fortgeschrieben worden, wir haben noch ein weiteres File geöffnet, das ist jetzt auch in diesem State irgendwie zu finden und so weiter. Was wir da auch immer abspeichern wollen in diesem Wert vom Typ State. Man nennt solche Funktionen auch State Transformer. Ja, wenn ich denen erstmal ein A gegeben habe, Currying, dann sind das noch Funktionen von der Art hier. Ja, die haben schon so ein A bekommen. Jetzt erwarten sie noch einen State, um mir daraus einen B und einen neuen State zu berechnen. Das habe ich hier mal irgendwie so ein bisschen abstrahiert. Okay, dann sind die Funktionen, die ich jetzt hintereinander schalten werde, von dem Typ hier insgesamt. Ja. Falls das irgendwie nicht klar ist, bitte aufschreien. Aber einfach hier an der Stelle, wo STB steht, das da, die rechte Seite von diesem Typ-Alias einsetzen, dann sind das wieder die Funktionen, von denen ich da oben gesprochen habe. Das sind die sogenannten State Transformer. Ja. Die Funktionen, die irgendwie was berechnen können für uns, aber gleichzeitig hinter dem Rücken noch so den Zustand des Systems ändern können. So, ja, jetzt würde ich gerne zwei solche State transformierenden Funktionen irgendwie hintereinander schalten. Das sind deren Signatur. Okay, alles klar. Und diese Funktionen werden, wie wir jetzt gleich hier in der Definition sehen werden, einen initialen Zustand S0 meines Systems erst in Zustand S1 und dann in den Zustand S2 überführen. Da wird also nicht nur was vom Typ C berechnet hier am Ende, sondern es wird auch noch ein neuer Zustand am Ende, Zustand S2, ausgegeben. Das passiert so nebenbei. Also, zwei solche State Transformer hintereinander zu schalten, gibt mir einen neuen State Transformer. Einer, der ein Argument bekommt und den initialen State. Okay. Auf den initialen State wird der erste State Transformer angewandt. Der kriegt das X und den initialen State. Daraus berechnen wir einen neuen Nachfolgestate und Y. Das ist das eigentliche Ergebnis, das mich interessiert. Aber das ist der neue Zustand, in dem wir uns jetzt befinden. Unter diesem neuen Zustand, den F hinterlassen hat, wird jetzt G ausgewertet. Zack. Ja. G bekommt das Y, das F berechnet hat, aber auch den neuen Zustand. G macht seinen Job als State Transformer, ja, wird ein neuer Wert berechnet und ein neuer Nachfolgezustand. Und das ist das Ergebnis der ganzen Komposition. Macht klar? Macht Sinn? So den Zustand mit durchschleifen. Ja? Ich habe das hier so ein bisschen Verbes hingeschrieben und hier das Let noch explizit notiert, damit ihr irgendwie die Symmetrie zwischen der ganzen Sache seht. Aber jeder, der da irgendwie 3 Sekunden drauf schaut, kann sehen, hier, diesen ganzen letzten Teilausdruck hier unten, den könnt ihr einfach dadurch abkürzen. Aus rein pädagogischen Gründen habe ich da die zwei Lets hingeschrieben, nur deshalb. Ich habe auch mal so ein State-Transformer-Beispiel mitgebracht. Ja, das ist das Non-Dead, hier ist der State-Transformer. So, jetzt sind alle Funktionen, ja, die ich hier hintereinander schalten will in meinem Beispiel, nicht vom Typ Maybe-Char oder so, sondern ST-Char. Ja, das sind diese Funktion nimmt einen String als Argument, aber sie kann gleichzeitig auch den Zustand meines Systems irgendwie beeinflussen und mir dann einen Character liefern.
Ja, ihr seht den Zustand meines Systems, den Type State, ja, der hier manipuliert wird, den habe ich einfach mal als String angegeben. Der Zustand, den ich irgendwie hier manipulieren und auf, sozusagen verändern will, ist einfach nur ein Log, so eine Art Protokoll. Welche Funktionen sind hier eigentlich alle zum Einsatz gekommen? So erklärt sich auch die Definition von unserem Numeral to Digit hier. Hier hinten wird irgendwie cool Berechnung gemacht von Numeral to Digit. Das ist die zweite Komponente des Tupels. In der ersten Komponente wird ein neuer Zustand bereitgestellt. Das ist der neue Zustand. Ihr seht, der StraightTransformer kriegt den alten Zustand und berechnet hier in der ersten Tupelkomponente den neuen Zustand. Das ist der alte Zustand. S ist nun String. Hinten dran schreibe ich noch, ich als Numeral-to-Digit-Funktion, meinen Namen irgendwie hinten dran, um das Protokoll zu erweitern. Hey, ich war auch beteiligt an der Berechnung. Und alle meine Funktionen haben jetzt diese Form. Ja, die geben kein Int zurück hier an der Stelle, sondern ein STInt. Ja, und so eine Funktion hat als State-Transformer die Aufgabe, irgendwie coole Berechnungen zu machen, da ist die coole Berechnung, aber auch den State fortzuschreiben. Und hier, Chinese Numeral macht genau das gleiche Ding. Eigentlich die Berechnung steht hier hinten, ja, und den State fortschreiben. Hier ist unser Kompositionsoperator, der von der Folie gerade. Alles klar. Und wie sieht jetzt das Programm aus? Ein Programm, das solche State-transformierenden Funktionen hintereinander schaltet? Genauso wie es vorher auch aussah. Weil die ganze Logik, ja, dieses ganze State-Durchschleifen und so weiter, all das verbirgt sich hinter dem programmierbaren Semikolon. Okay, ja. Ich habe das hier mal, ich habe mir hier auch so eine Convenience-Funktion irgendwie geschaffen, in der ich eine Funktion f, so eine state-transformierende Funktion f, auf ein Argument x anwende und einen initialen Zustand. Ja. Mein Zustand ist vom Typ String, das ist der leere String, das ist das leere Protokoll. Bisher ist noch gar nichts angewandt worden, sozusagen. Das soll das einfach bedeuten. Ja. Und dann wissen wir, so ein State-Transformer liefert uns Tupel zurück. Erste Komponente ist der Zustand, der irgendwie aufgesammelt wurde. In der zweiten Komponente spielt die Musik, da ist der berechnete Wert drin. Ja, hier, dieses Run-ST ist eine Funktion, die dann nur auf die zweite Komponente guckt und den berechneten Zustand wegwirft. Ja. Manchmal ist das der Fall, dass einem der Zustand, der da gesammelt wurde, irgendwie egal ist. Dann ist Run-ST genau die richtige Abstraktion, um das irgendwie auszudrücken. Und da unten bringe ich die Kollegen auch mal zum Einsatz. Ja, hier oben benutze ich RunST nicht, darum ist es meine Aufgabe, am Anfang einen initialen Zustand selber zu übergeben. Ansonsten macht das RunST automatisch für mich. Also mal laufen lassen. So, Main. Okay, entweder ich benutze RunST, dann interessiert mich der aufgesammelte Zustand nicht, sondern nur das chinesische Nummernzeichen, das generiert wurde. Super. Oder, ja, ich gebe alles zurück, was mir der State Transformer Chinese Prime irgendwie geben konnte, dann ist das natürlich ein Tupel mit dem Unicode-Zeichen, das berechnet wurde, und dem Log, dem Zustand, der aufgesammelt wurde. Cool bisher? Diese Art, den Zustand des Systems mit in die Berechnung einzuflechten sozusagen und den Zustand des Systems von Berechnung, von Funktion zu Funktion irgendwie weiterzureichen, das war jetzt irgendwie cool für ein Slide-Beispiel und für das File, das ich euch gerade irgendwie gezeigt habe. Das ist aber tatsächlich die Art und Weise, wie in Haskell tatsächlich zustandsbehaftete Systeme irgendwie programmiert werden. Ja, Funktionen, die potenziell Zugriff auf den Gesamtzustand des Systems haben, so wie ihn das Laufzeitsystem von Haskell irgendwie definiert. Ja, das Laufzeitsystem von Haskell bestimmt, hey, du Funktion hast jetzt Zugriff auf die folgenden Dinge, die den Zustand dieses Rechners ausmachen. Auf das Filesystem, auf das Terminal, auf Zufallszahlengenerator, auf, was weiß ich, auf die aktuelle Systemzeit und so weiter. Was sich hinter World verbirgt, ja, der Zustand der Welt, natürlich, okay, oder des Rechners hier, der mit Materie auf dem Tisch sozusagen. Das Laufzeitsystem von Haskell definiert das. Eben gerade haben wir mit State selber definiert, der Zustand des Systems ist einfach nur das Log der aufgerufenen Funktionen. Hinter World, das ist einfach ein Synonym für State, kann sich ja, eine Abstraktion, eine Repräsentation des Rechners mit seinem Filesystem, mit seinem Terminal-IO und allem verbergen. Okay. Ansonsten bleibt die Idee, die wir gerade besprochen haben,
vollkommen gleich. Okay? Aber Funktionen von der Art haben Zugriff auf die Welt und können eine neue Welt konstruieren. Ja, vielleicht eine Welt, in der, was weiß ich, ein Pfeil mehr geöffnet wurde oder sowas. Oder auf dem Terminal was ausgegeben wurde. Okay, und genauso sieht es in einem GHC-Laufzeitsystem aus. Bloß, dass uns der Blick auf die Repräsentation von diesem World Data Type verborgen bleibt. Und das ist auch in Ordnung so. Wir wollen dann irgendwie in die konkrete Repräsentation, wollen wir an der Stelle nicht reinschauen. Ja, also, trotzdem, ja, was wir gerade eben ST genannt haben, also State Transformer behaftete Berechnungen auf der letzten Slide, das nennen die Haskeller IOB, sozusagen. Das ist eine Berechnung, ja, die Zugriff auf die Welt hat und mir einen neuen Zustand der Welt geben kann und natürlich nebenher noch einen Wert vom Typ B berechnen kann. Also, wer mir das nicht glaubt, nach dem Motto, den akademischen Quatsch kannst du, was weiß ich, erzählen. Der geht hier ins Haskell-REPL und guckt sich mal an, was sich hinter dem Typ I.O., den wir schon so oft benutzt haben in Haskell und nie hinter die Kulissen geschaut haben, was sich dahinter verbirgt. Der findet das hier. Und lass mich mal genauer hinschauen. Hier. Das, was ich jetzt gehighlightet habe, ist genau das, was ich euch gerade auf der Slide verkauft habe. Ja? Hier gibt es einen World Data Type, der hier bloß so kompliziert irgendwie geschrieben ist. Ja? Ein World Data Type. Der wird transformiert in ein Tupel, hier ist das Tupel, ja, in dem eine neue Welt zurückgegeben wird und hinten auch noch was vom Typ A berechnet wird. Genau das gleiche Ding. Definiert für uns unzugänglich, im ausgelieferten GHC, im Haskell-Laufzeitsystem. Also nochmal, um das richtig nach Hause zu fahren, sozusagen. Was ist ein Wert von diesem Typ IOB? Ja, das ist etwas, eine Action, wird das manchmal von den Haskellern genannt, und Action ist vielleicht gar nicht schlecht, das ist tatsächlich etwas, was Berechnungen für uns durchführen kann. Ja, ja, das ist eine Action, wenn ich sie denn mal zur Ausführung bringe, ja, wenn ich sie denn mal zur Ausführung bringe, dann wird die einen Seiteneffekt auf die Welt haben können, sie kann die Welt lesen und eine neue Welt schreiben und dann auch noch einen Wert vom Typ B zurückbringen. Ja, vielleicht sollte man sich in der Action, weiß nicht, was ihr euch da irgendwie vorstellen würdet, manche sagen dazu auch, nee, das ist wie so ein Skript, sozusagen. Du hast einen Wert vom Typ IOB konstruiert, vielleicht durch Funktionskomposition und so weiter. Ja, das ist ein Skript, das, wenn es denn mal zur Ausführung kommt, ja, nur weil ich es konstruiert habe, ja, nur weil ich eine große Funktionskomposition konstruiert habe, wie ihr wisst, ist die noch lange nicht zur Ausführung gekommen. Das ist ganz normal in Haskell. Ja, ich mache eine lange Komposition, F, then G, then H, sowas konstruiere ich. Toll, dass du es konstruiert hast, die ist aber damit noch nicht automatisch zur Ausführung gekommen. Ja. Die muss ich erst anwenden auf ein Argument, dann geht's los. Und genauso ist es hier auch. Ich kann mir solche komplexen IOB World Transformer zusammenstöpseln durch Funktionskomposition, dann liegen die da, oh schön, ja. Die sind aber noch nicht zur Ausführung gekommen. Wenn ich sie denn mal zur Ausführung bringe, dann fangen sie an, die Welt zu lesen und zu transformieren und mir dann auch Werte vom Typ B irgendwie auszurechnen. Das ist der Zugang von Haskell zu der seiteneffektbehafteten weltverändernden Computation. Ja, und solche weltverändernden Computations, ja, davon gibt es eine ganze Menge schon vorbereitet, die wir auch schon so oft benutzt haben. Ja, du gibst mir einen Wert A, der potenziell in den String umwandelbar ist, ja, dann kann ich dir daraus eine Action bauen. Wenn du die ausführst dann irgendwann mal, ja, dann wird dieser entsprechende String auf einem Terminal ausgegeben. Die Welt ändert sich. Vorher war die Welt das leere Terminal, jetzt steht auf einmal ein String. Ja. Und was ich dir zurückgebe, der Wert vom Typ B ist hier dieser Unit Data Type. Ich habe für dich eine Ausgabe gemacht, habe aber ansonsten nicht Interessantes für dich zu berichten. Das ist Haskells Art zu sagen, ich habe irgendwas berechnet, was dich aber eigentlich nicht interessiert. Das Einzige, was mich interessiert, ist die Weltveränderung, dass da was ausgedruckt wurde. Anders sieht es aus bei Getline, wenn ich was vom Terminal einlesen will. Ja, dann wird die Welt verändert, es wird nämlich was aus dem Tastaturpuffer irgendwie rausgelesen. Und es wird auch was Interessantes berechnet für mich. Ja, der String, der eingelesen wurde, der wird mir nämlich dann auch in die Hand gegeben. Und so weiter und so fort. Du gibst mir einen String, den gebe ich für dich aus mit Newline. Ich habe dann aber danach nichts Interessantes für dich zu berichten. Ja, du gibst mir einen File-Path, also ein Path in einem File-System. Ja,
Wenn das denn mal zur Ausführung kommt, dann mache ich was Interessantes. Die Welt verändert sich in dem Sinne, dass ein neues File geöffnet wird, ich den Content einlese und so weiter und den Content gebe ich dir in Form eines String zurück. Und hier ist der Kompositionsoperator für diese Art von Operationen. Ja, du gibst mir so eine weltverändernde Operation, hier initiales Argument A, die liefert mir ein B zurück. Ja, die zweite Operation nimmt sich das B, berechnet mir daraus einen C und eine Veränderung der Welt. Ja, das ist diese Funktionskomposition für die weltverändernden Funktionen. So, und die nächste Folie ist so ein Home Run, würde ich sagen. Ja, ist klar, worauf wir jetzt irgendwie drauf hinaus gesteuert sind, oder? Also hier mit den Zeilen haben wir jetzt hier gerade operiert vor allem. Ab der zweiten Zeile, ab dem Maybe. Okay. Und was wir da gesehen haben, ist eigentlich immer genau das Gleiche. Ich habe die normale Funktionskomposition nochmal oben drüber gesetzt. Ja, aber wir sind jetzt hier in diesen verschiedenen Welten gewesen. Und ihr könnt euch denken, dass es jetzt eine Abstraktion stattfindet. Ja, diesen Typkonstruktor hier, der immer genau ein Argument hatte, ja, vom Kind Sternchen nach Sternchen, wie wir in der Zwischenzeit wissen. Diesen Typkonstruktor habe ich unten einfach mal M genannt. Und dieses M steht natürlich für Monad. Okay, also eine Algebra-Struktur, die tatsächlich so einen Funktionskompositionsoperator hier aufweist, das ist ein Monad. Also kann ich einen Monad benutzen, um nicht deterministische Berechnungen zu beschreiben oder Berechnungen, die zustandsbehaftet ist potenziell oder Berechnungen, die potenziell scheitern kann und so weiter. All das kann hinter diesem M stecken, hinter diesen Monads. Und das sind eigentlich, genau wie Funktoren oder Applicatives auch, das sind Typkonstruktoren, die genau ein Argument, ja, IO kriegt C, ST kriegt C, Non-Det kriegt C, die genau ein Argument fressen. Ja, das ist genau so ein Typkonstruktor mit diesem Kind. Gib mir einen Typ, dann baue ich dir daraus ein. Da ist die Monad-Klasse. Ja, genauso einfach wie Funktor und Applicative besteht das Ding nur aus ganz, ganz wenigen Operationen. Hier. Was macht ein Monad M aus? Wie wird ein Typkonstruktor M zu einem Monad? Ja, indem ich hier so eine Funktionskomposition irgendwie implementiere. Wir sehen gleich, dass die ein bisschen anders aussieht als der Operator, dieser Pfeil-nach-rechts-Operator, den wir gerade irgendwie mal angefasst haben. Aber der ist ganz nah dran, wie wir gleich auf der nächsten Folie sehen werden. Ja, da steckt genau das Gleiche dahinter. Und dann gibt es noch hier so eine Return-Funktion, wer sich noch an Pure erinnert von Applicative, das ist irgendwie die Art und Weise, einen Wert zu nehmen vom Typ A, ja, und den auf triviale Art und Weise in den Typ MA irgendwie reinzustecken. Also einen Wert vom Typ A zu nehmen und ihn in trivialer Weise in so einen State-Transformer einzupacken oder in trivialer Weise in so ein etwas vom Typ Exception oder so einzupacken. Okay, um so die ganze Sache irgendwie so ein bisschen zu jumpstarten oder sowas. Da findet aber nichts Interessantes statt. Die interessante Action findet hier unten statt. Okay, also hier habe ich das versucht, irgendwie nochmal ein bisschen visuell darzustellen. Du gibst mir irgendeinen Wert x. Was ist dann die Aufgabe von Return? Ja, das x bleibt unverändert, vollkommen unverändert. Ja, es wird bloß in diese Monad-Struktur, in diese M-Struktur irgendwie eingepackt. Ja, was heißt M-Struktur? Ja, es wird in so einen trivialen State-Transformer zum Beispiel irgendwie eingewickelt oder sowas. Ja, alles klar? Also so bekommt ein Wert in diese M-Struktur rein. Wenn du mir einen Wert in dieser M-Struktur schon gibst, okay, dann kann ich diesen Operator, der heißt übrigens auch Bind, ja, aber man kann auch als Sequenzoperator irgendwie darüber nachdenken, ja, dann kannst du dieses eingewickelte X hier an diesen Bind-Operator geben, dann wird der Bind-Operator dafür sorgen, das X hier rauszuholen aus dieser Struktur. Das G kriegt das X in die Hand, okay. Das G wird daraus ein Y berechnen, ein Y, das wieder in so einer Struktur hier irgendwie eingebacken ist. Okay, also hier, wenn ich hier gleich GX hinschreibe, dann meine ich, dass GX zwei Dinge für mich getan hat. Es hat ein neues Y berechnet, so ein Wert, cool, und es hat auch so eine neue Box hier um das Y drum berechnet. Okay, und das bedeutet, wenn ich einmal hier in dieser Box drin war und ich mache so ein Bind da drauf, was dann da hinten wieder rauskommt, ist weiterhin immer wieder in dieser Box drin. Ich bleibe immer in dieser M-Welt drin. Da komme ich eigentlich überhaupt gar nicht mehr raus. Wenn ich mit Return einmal drin bin, ja, und irgend so einen nackten Wert X einmal in die M-Struktur gepackt habe, mit Bind komme ich da nie mehr raus. Ja, das war bei unseren Funktionskompositionen in den letzten Slides auch so.
Ja, wenn wir einmal in dieser Exception oder in der Maybe oder in der ST-Welt drin waren, dann sind wir da immer drin geblieben. Das war auch sinnvoll an der Stelle. Und genauso ist es hier an der Stelle auch. Okay, das ist genau das, was ich hier mit andeuten wollte. Okay, warte mal, sauber. Ja. Ganz kurz ein Wort dazu. Wir haben jetzt die ganzen letzten Folien immer auf den hier geschaut, der zwei Funktionen irgendwie für uns anwenden könnte. Erst F, dann G. Jetzt auf einmal kommt die Monat-Klasse mit dem Kollegen daher, der irgendwie so ein bisschen, ja, das ist wie so ein halber Pfeil-nach-rechts-Operator. Sieht der eigentlich fast aus. Ja. Während der hier zwei Funktionen angewandt hat, ist der hier so ein bisschen anders unterwegs. Der geht davon aus, dass wir schon so einen Wert in so einer M-Struktur irgendwie bekommen. Ich nenne den hier mal S. Irgendjemand hat den schon für uns berechnet und dann ist die Aufgabe von Bind nur noch als nächstes jetzt G darauf anzuwenden. Okay? Der Then-Operator da oben, der Pfeil-nach-rechts-Operator, wendet zwei Funktionen an. Der Bind-Operator wendet eine Funktion an und verlässt sich darauf, dass in irgendeiner, vielleicht die Return-Funktion, ja, schon so einen Wert in so einer M-Struktur in die Hand gegeben hat. Okay, alles klar. Trotzdem sind die beiden natürlich super eng verwandt. Ja? Wenn du mir Bind gibst, hier, da ist der Bind, den mir Monat gibt, ja, dann kann ich mir daraus diesen Nach-Rechts-Operator, den kann ich mir daraus konstruieren. Hier, ihr seht, wenn ihr auf der rechten Seite schaut, das ist genau die, unsere altbekannte Signatur, wie wir sie immer gerade schon haben wollten. Ja. Die kann ich mir natürlich auf triviale Art und Weise einfach aus dem Bind herstellen. Ja, hier habe ich zwei Funktionen. Ja, du gibst mir den Wert x, dann mache ich daraus halt durch die Anwendung der ersten Funktion so einen Wert in der M-Struktur. Jetzt habe ich so einen M-Strukturwert, dann kann danach Bind seinen entsprechenden Job ausführen. Also auf triviale Art und Weise hängen die beiden Kollegen zusammen. Okay, es ist bloß, die gab richtig Diskussionen in der Haskell-Community, ob die Monad-Typ-Klasse, ob die mit dem Kollegen hier definiert werden soll oder mit diesem Pfeil-nach-rechts-Operator, der die letzte halbe Stunde bestimmt hat. Bind hat gewonnen, ist der einfachere Operator in gewisser Art und Weise fertig. Und man kann den anderen ja sowieso simulieren. Außerdem weiß man jetzt, warum das Logo von Haskell so aussieht, wie es aussieht. Ja, also hier steckt natürlich ein Lambda drin in dem Haskell-Logo, aber ich hoffe, ihr seht auch, dass der Bind-Operator da mit drin steckt, irgendwie in dem Logo zu gleichzeitig. Okay. Und da. Und ich denke, das sagt schon was. Ja, wenn das Logo der Programmiersprache, ja, das Lambda ausdrückt, also Lambda ist ja der Lambda-Kalkül, das heilige Kern der funktionalen Programmiersprachen, aber gleichzeitig ist in dem Logo der Bind-Operator reflektiert, daraus kann man ablesen, wie wichtig der ist für irgendwie die Natur der Sprache Haskell. Ja, okay. Alles klar. Gut, dass ich Informatiker bin und nicht grafischer Designer. Dieser Pfeil-nach-rechts-Operator hat sogar einen coolen Namen, ja, Kleisley Composition, könnt ihr mal nach googeln, sagen, aber ist irgendwie an der Stelle nicht besonders wichtig. Komm, lass uns ganz kurz machen, dann können wir Pause machen. Einfach um zu sehen, dass hier überhaupt nichts Magisches passiert oder so, um euch wieder zu grounden. ja, dieses, was dieses Return, ja, dass dieses Return macht, ich habe gesagt, hey, das nimmt mir einen Wert, so einen nackten Wert x und packt mir den trivialerweise in so eine M-Struktur rein. Hier unten sehen wir mal, wie das für den Maybe-Konstruktor irgendwie aussehen würde. Ja, hier, ihr seht, dass das im Fall von Maybe ist Return das gleiche wie Just. Nimm mir einen Wert x und pack den in so eine triviale Maybe-Struktur rein. Das ist das gleiche, was Pure gemacht hat bei den Implicatives. Ja, du gibst mir einen nackten Wert x vom Typ A, ich gebe dir das vom Typ Maybe A, Maybe ist M in diesem Fall, zurück. Ja, und hier, das ist der Pfeil nach rechts, der Bind-Operator für Maybe. Auf der linken Seite hier steht schon was, was schon in die M-Struktur, in die Maybe-Struktur eingepackt wurde. Okay, darum muss sich Bind nicht kümmern. Worum sich Bind kümmern muss, ist die Anwendung der Funktion G jetzt. Okay, sollte irgendwie schon was schiefgelaufen sein bei den ganzen Anwendungen, dann hat G Pech gehabt und kommt gar nicht zum Zuge. Oder es ist irgendwie was richtig Sinnvolles in so eine M-Struktur eingepackt worden. Ja, danke, dann kann G seinen Job tun und tatsächlich auf X angewandt werden. Keine große Überraschung. Also hier für unseren Maybe-Data-Type, da ist dieses Lifting, dieses Einpacken in die triviale Struktur einfach just x. Das Return ist gleich just x. Sofort. Ja, hier wird der Wert x als triviale Computation, als trivialer Wert, der korrekt berechnet wurde, in die Write-Komponente von dem Either eingepackt. Nicht deterministische Berechnung eines Wertes x,
Ja, eine ganze Liste von x ist die einelementige Liste von x. Und das ist der triviale State Transformer, wie ihr hoffentlich erkennen könnt. Der mir einfach das x zurückliefert und an dem State des Systems gar nicht dreht. Einen einfachen State Transformer als Identität auf der S-Komponente kann ich mir nicht vorstellen. Das sind die Return-Implementationen für die Monads, die wir bisher gesehen haben. Bitte. Da ist der Typ von G. Genau. Okay. Geht wieder auf den M-Typ sozusagen. Ja, gute Frage. Nee, genau, dann hättest du zwei M's sozusagen, Doppel-M. So, und als letztes, jetzt bevor wir Pause machen, zeige ich euch noch, wie das Ganze dann aussieht, wenn ich, ja, wenn ich jetzt mich auf die Monads zurückziehe. Ja, hier, ich mache jetzt für meinen Maybes, mache ich jetzt eine Monad-Instanz, der ist sie. Ja, hier oben an diesen Funktionen ändert sich überhaupt gar nichts. Das sind die Funktionen, die ihr schon kennt für unsere chinesische Numeralberechnung. Ja, und hier unten ist jetzt der Einsatz von Bind. Also hey, die ganzen Beispiele, die wir besprochen haben, verändern sich kaum. Hier vorne seht ihr, dass ich das Numeral-to-Digit auf den String n anwende. Ja, da kommt dann ein Maybe-Wert raus. Ja, super. Also ein M-Wert, eine M-Struktur raus, die kann ich hier als erstes in diesen Bind stecken. Dann macht der seinen Job, der liefert mir einen Maybe-Wert, dann kann das Bind den weiterleiten an das Chinese Numeral und so weiter. Hervorragend. Das passt alles zusammen. Und wenn ich das lade und ausführe, Monadic Maybe, das laufen lasse, dann funktioniert das ganz genauso, wie es vorher funktioniert hat. Ich kann hier wieder in die Struktur reinschauen. Und sehen, dass dann just rauskommt, es sei denn, ich gebe der Pipeline ein Problem, das ich nicht lösen kann, dann kommt ein Nothing bei raus. Pause. Okay. Am Anfang in der ganzen Diskussion vor 2 Wochen oder was habe ich behauptet, dass jetzt die Functor Applicative Monads ziemlich eng zusammengehören. Ja, dass man die eigentlich in einem Paket besprechen sollte und die nächsten 2 Folien versuchen, das so ein bisschen zu illustrieren. Klar, das sind alles Typkonstruktoren, die auf einem Argument angewandt werden. Das sind also, ja, und dann entsprechende Konstruktorklassen, Typklassen in Haskell, die wir dazu gebaut haben. Und es gibt auch eine entsprechende Subklassen-Typ-Beziehung zwischen denen. Also manche Funktoren kann ich zu Applicatives machen. Das haben wir in der letzten Woche irgendwie besprochen. Okay, alles klar. Also, oder ein M muss schon ein Funktor sein, bevor es ein Applicative irgendwie werden darf. Und wenn ihr vorhin auf die Definition der Monad-Klasse geschaut habt, dann habt ihr gesehen, dass sich das irgendwie die Subklassenbeziehung da an der Stelle so fortsetzt. Manche Applicatives kann ich zu Monads machen. Okay, oder ein Monad muss zwingend vorher auch ein Applicative sein. Alles klar. Also in dem Sinne hängen die zu eng zusammen und wenn ich die irgendwie anordnen müsste visuell, um irgendwie zu erläutern, guck mal, jetzt haben wir hier dieses Konstrukt aus Monad, Applicative und Funktor, dann würde ich wahrscheinlich hier so einen Turm wählen, in dem hier an der Basis ganz grundlegend der Funktor steht. Manche Funktoren kann ich zu Applicatives, manche Applicatives zu Monads machen, wenn ich die entsprechenden Instanzen dafür angebe. Und je weiter, je höher ich mich in diesem Turm bewege, desto mehr bekomme ich sozusagen. Also das war einfach nur die Anwendung einer Funktion innerhalb auf die Elemente innerhalb einer Struktur. Struktur bleibt gleich. Der hier hatte wenigstens schon die Möglichkeit, zwei existierende Strukturen miteinander zu verbinden. Okay, erinnert euch an den TIE Fighter Operator, der die Funktionen aus Strukturen rausnimmt und auf Argumente in Strukturen anwendet, danke, ja, aber gleichzeitig die beiden beteiligten Strukturen irgendwie für uns kombinieren kann, alles klar. Und der hier, wenn wir gleich auf der nächsten Folie sehen werden, der Bind hat sogar die Möglichkeit, neue Strukturen aus der hohlen Hand zu erfinden sozusagen. Das konnten die hier nicht. Der kann die Struktur gar nicht anfassen, der kann nur existierende Strukturen, die man ihm gegeben hat, irgendwie zu was Neuem zusammenfassen. Der hier kann neue Strukturen bauen und erfinden, das ist neu. Ja, und tatsächlich, die Ausdrucksstärke, was ich damit so anfangen kann, sozusagen, geht von Low nach High. Ja, oder ich könnte es auch andersrum sagen, wenn du mir einen Monad gibst, dann kann ich daraus, dann ist der so ausdrucksstark, dann kann ich völlig mechanisch, wie so ein Roboter, mir daraus automatisch ein Applicative bauen, genauso wie ich mir wie ein Roboter automatisch ein Applicative einen Funktor bauen konnte. Okay? Also das ist tatsächlich eine höherwertige Struktur, die mehr kann als der kann mehr als der. Das ist der Tower of Abstraction, den ich da an der Stelle habe. Okay. Diese
diese Fähigkeit von dem Bein, tatsächlich neue M-Strukturen zu erfinden, zu konstruieren, aus dem Nichts sozusagen, den Punkt hatte ich gerade eben schon gemacht. Diese Folie versucht den bloß ein bisschen visuell irgendwie zu machen, ja? Oder nochmal nach Hause zu fahren. Hier, Functor, erinnert euch an die FMAP-Funktion oder seine alternative Infix-Notation hier mit diesem Dollar in den spitzen Klammern. Okay, gib mir eine Funktion und so eine M-Struktur, in der A-Werte drin sind, dann kann ich die ganzen A-Werte zu B-Werten machen, aber die M-Struktur, die hier und die hier, muss unverändert bleiben. Ja, das war ein Law, ein Functor-Law. Applicative, gib mir eine M-Struktur und noch eine zweite M-Struktur, in der einen finden sich Funktionen drin, in der anderen Funktionsargumente, dann wende ich die Funktion für dich an, kommen lauter Bs raus. Und die beiden M-Strukturen, die du mir links gegeben hast, baue ich hier zu einer neuen M-Struktur zusammen. Das war die Aufgabe von TIE Fighter. Okay. Jetzt kommt Bind daher. Gib mir irgendeinen Wert in so einer M-Struktur, dann hole ich mir den da raus und baue dir eine neue M-Struktur. Und das ist dann auch gleichzeitig das Ergebnis meiner ganzen Berechnung hier. Ja. Hier ist eine Funktion, diese Funktion G beteiligt, die tatsächlich hier auf der rechten Seite das M stehen hat. G hat die Möglichkeit, eine neue Struktur zu konstruieren. Das war bisher nicht möglich. Bisher konnten wir nur die Struktur in Ruhe lassen, FMAP, oder existierende Strukturen, die man uns zur Verfügung gestellt hat, zu kombinieren. G kann neue Strukturen bauen. Darum ist so ein Monad tatsächlich irgendwie echt stärker. Man kann sich das auch anders irgendwie herleiten. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, wenn ich die Applicative-Operationen habe, Pure und TIE Fighter, dann stöpsel ich die so zusammen, kommt FMAP bei raus. Also wenn du mir Applicative gibst mit den beiden Kollegen, dann kann ich hier trivialerweise ein FMAP dazu bauen. Also wer Applicative ist, kann auch Functor sein. Hier oben in der grauen Box steht, ist, wer Monad ist, wer Return und Bind hat, der kann auch Applicative sein. Der kann daraus nämlich Pure und TIE Fighter berechnen. Hier ist die Berechnungsvorschrift. Und wie ich gesagt habe, ist völlig mechanisch. Dass Pure und Return eigentlich das gleiche sind, sozusagen, habe ich jetzt, glaube ich, irgendwie schon ein Gefühl dafür entwickelt. Einwickeln eines Wertes x in trivialer Art und Weise. Ja. Wie ich TIE Fighter für die Applicative definieren kann, steht hier auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite stehen nur Monad-Operationen. Ja, ich bin Monad, dann kann ich dir daraus auch den TIE Fighter bauen. Wie geht das? Du gibst mir eine M-Struktur, in der Funktionen drin sind. Wenn ich hier diesen komischen Strich gezeichnet habe, dann ist das einfach nur ein Hinweis darauf, dass das der Typ von dem U ist. Das ist einfach, ich hoffe, das verwirrt euch nicht, die Notation hier. In einer neueren, besseren Welt würde ich diese Annotation hier in leichterem Grau setzen und so weiter, um euch weniger zu verwirren. Aber die Musik spielt hier in dieser einen Zeile, in dieser einen einzelnen Zeile. Du gibst mir eine M-Struktur, da leben Funktionen drin. Die hole ich mir raus. Bind gibt mir Zugriff auf den Inhalt der M-Struktur. Die Funktion nenne ich M. Du gibst mir auch noch eine M-Struktur, in der Funktionsargumente drin liegen, heißt V hier. Die Argumente X, die hole ich mir dann mal raus. Bind gibt mir die entsprechende Möglichkeit dazu. Dann habe ich das F und das, dann habe ich die Funktion F und das Argument X an der Hand. F auf X anwenden, sauber. Ja. Und dann bitte noch wieder in so eine M-Struktur einpacken. Das kann das Return für mich machen. Ja. Manche fragen sich, wieso habe ich hier hinten Zugriff auf das F? Ja. Weil... Ja, das ist eine ganz normale Lambda-Abstraktion in Haskell. Wenn hier Lambda F steht und hier der entsprechende Pfeil, der mir den Body dieser Lambda-Abstraktion anzeigt, der Body geht von hier bis an den maximalen End des Ausdrucks. Der Scope dieser Lambda-Abstraktion, in der das F lebt, geht ganz bis nach rechts. Darum ist das F an einer Stelle auch bekannt. Nur falls sich das jemand von euch fragen sollte. Okay, also, ja, wenn ich Monad bin, kann ich daraus automagisch Applicatives machen oder mit dem zweiten Schritt automatisch auch Funktoren machen. Das ist wirklich eine explizit ausdrucksstärkere Struktur. Und das kann man sich auch zunutze machen. Das kann man sich zunutze machen, wenn man jetzt tatsächlich Monad-Strukturen, die ja auch Applicatives und Funktor sein müssen, die Subklassenbeziehung von Haskell fordert das von uns, das kann man sich zunutze machen, wenn man für einen eigenen neuen Datentyp Monads und Applicatives und Functors irgendwie definieren möchte. Ja, ich habe das mal mitgebracht mit einem Datentyp, der uns schon bekannt ist aus unseren vorherigen Beispielen. Hier, unserem ST-Datentyp. Da ist er. Ich hoffe, ihr erkennt ihn wieder. Ich habe ihn jetzt hier bloß nicht als Type-Alias definiert, sondern ihn hier als Algebraic Data Type mit so einem Konstruktor ST eingewickelt. Warum das?
weil ich für einen Type-Alias keine Klasseninstanz für irgendeine Typklasse Monad zum Beispiel oder irgendeine andere Typklasse definieren kann, aber für so einen Edge-Break-Data-Type, ST, den ich hier neu geschaffen habe, den kann ich zu einer Instanz von einer Klasse machen, zum Beispiel auch zu einer Instanz von Klasse Monad. Nur deshalb habe ich hier auf Data umgeschaltet und nicht mehr mit Type-Aliasen gearbeitet. Ja. Darum handle ich mir jetzt an allen Ecken und Enden hier diesen Value-Konstruktor ST ein, auf den ich dann Pattern matchen muss und so weiter. Aber bitte lasst euch davon irgendwie nicht aufs falsche Gleis setzen. Hier findet keine neue Idee statt. Das ist unser alter State-Transformer. Alter, naja, 40 Minuten alt oder so. Ja. Und hier ist eine Monad-Instanz dafür. Ja, hier seht ihr zum Beispiel den trivialen State-Transformer, ja, den ich benutze, um Return zu definieren. Gib mir einen Wert X. Ja, dann baue ich drumherum einen trivialen State Transformer, muss mich leider hier um das Einwickeln in diesen Value-Konstruktor kümmern. Da ist der Bind-Operator, du gibst mir schon so einen State Transformer, ja, dann wende ich den hier auf den State S0 an, der gibt mir den State S1 und so weiter. Guckt euch an, hier findet im Detail genau das statt, was wir irgendwie gerade vorhin schon mit Sequence und ST gemacht haben, in dem File Sequence st.s, hier findet genau das gleiche statt. Bloß umgeschrieben jetzt auf den Algebraic Data Type st. So, damit habe ich mich darum gekümmert, die Monad-Instanz zu generieren. Ja, damit das aber ein gültiges Haskell-Programm ist, muss ich den Beweis führen, hey, du Monad st, du kannst auch applicative sein. Da ist der Beweis. Und ihr seht, was hier auf der rechten Seite, was ich hier irgendwie benutzt habe. Ja, genau das, was gerade eben auf der Slide stand, sozusagen. Das habe ich da benutzt. Ja, Pure Return. Den TIE Fighter kann ich hier durch diese Sequenz von Bind und Return ausdrücken. Super. Und da oben ist, wie ich einen Funktor aus einem Applicative mache. Fertig. Damit habe ich den Beweis erbracht. ST ist Funktor, ST ist Applicative, ST ist Monad. Sauber. Wenn ST Monad ist, dann kann ich ja, solche Funktionen vom Typ STA, STChar zum Beispiel, da kann ich die mit Bind zusammenstöpseln, wie wir es immer bisher gemacht haben. Okay, was ist an diesem Beispiel anders als an dem Beispiel Monadic Maybe, das ich euch gerade vorher auf der Slide vor der Pause gezeigt habe? Ja, Maybe ist schon von Haus aus, ja, Batteries included, ist schon eine Monad-Instanz gewesen, musste ich mich nicht selber darum kümmern. Mein eigener Datatype ST mit diesem State Transformer war noch keine Monad-Instanz. Habe ich mich selbst darum kümmern müssen, habe die Monad-Instanz definiert, Applicative und Funktor kann ich mechanisch ableiten. Ja, jetzt könnte vielleicht die Frage kommen, wenn das so mechanisch geht, warum macht das mit Deriving Applicative und Deriving Funktor Haskell nicht von alleine? Ist eine gute Frage. Kann man googeln, gibt viele schlaue Antworten darauf, weil es manchmal nicht nur die eine Möglichkeit gibt. Es gibt für einen Datatype ST, ja, kann ich mir verschiedene Monad-Instanzen vorstellen. Welche davon sollte dann benutzt werden, um Applicative und Funktor automatisch irgendwie abzuleiten? Nicht ganz so klar. Darum muss man hier explizit sein und das irgendwie explizit machen. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, ob ihr mir glaubt, dass das funktioniert oder ob ich es irgendwie kompilieren muss oder so. Aber funktioniert sogar. Kann ich auch laufen lassen. Da unten ist wieder der Log zu sehen und so. Hervorragend. So, ein Beispiel habe ich noch mitgebracht. Ich habe noch viele Beispiele mitgebracht. Ja, aber hier Monadic Non-Dead habe ich mitgebracht. Erinnert euch noch an unsere unseren Trick, nicht deterministische Computation einfach durch eine Liste von Ergebniswerten irgendwie darzustellen. Okay, ja, also das war dieser Non-Dead-Type. Ja, wieder, ja, ich habe vorhin einen Non-Dead-Type-Alias, Type Non-Dead A ist gleich Liste von A benutzt. Für so ein Type-Alias kann ich keine Typklasseninstanz irgendwie definieren. Ja, für einen Data-Type, hier ist er, für einen Data-Type kann ich das machen, genau gerade wie das Data-ST. Ja, ich habe mir dann hier noch eine Hilfsfunktion gebaut, die mir so in einen Value-Konstruktor ND eingewickelte Liste mir da wieder rausholt, sozusagen. Okay, das ist der eine Weg, wie ich das machen kann, weil das hier ein spezieller algebraischer Datentyp ist, der genau einen Value-Konstruktor hat. Gibt es dafür eine andere syntaktische Möglichkeit, die wir auch letztes Mal schon besprochen haben oder vorletztes Mal? Statt Data benutzt man New Types. Ja, das sind besonders günstige, neu definierte Typen mit so einem Value-Konstruktor, die zur Laufzeit des Programms keine Kosten haben. Die Version habe ich hier mal gewählt, weil ich fancy war.
Wenn euch das nervös macht, dieses komische Newtype-Keyword, und ihr Data irgendwie cooler findet, oben auskommentieren, das einkommentieren, alles bleibt beim Alten. Okay, aber nicht deterministische Berechnungen, ja, das sind Listen von Werten, Funktionen, die mir Listen von Werten rauswerfen. Hier sind wieder meine Instanzdefinitionen. Don.det kann ich tatsächlich zum Monat machen. Hier das triviale Einwickeln in Return in eine Liste von einelementigen Werten. Und das hier, das ist die Bind-Funktion. Die kriegt schon eine Liste von Werten, die berechnet wurde. Eine M-Struktur, eine Liste von Werten, die berechnet wurde. Alles klar. Dann hole ich mir jeden einzelnen Wert da raus, wende meine Funktion g drauf an. Ja, wende meine Funktion g drauf an, das gibt mir wieder eine Liste von möglichen Werten. Also habe ich jetzt eine Liste von Listen, die wird mit Concat flach geklopft, hatten wir schon mal besprochen, warum das cool ist. Ja, und dann habe ich die Funktionskomposition oder den Bind-Operator für meine nicht deterministischen Berechnungen. Okay. Am Ende noch meinen ND-Konstruktor draufwerfen, wunderbar. Und wieder das mechanische Programm abfahren, aus dieser Monad-Instanz Applicative abzuleiten und aus dem Applicative den Functor abzuleiten. Und ich habe euch das mal hier schon irgendwie notiert. Wenn ihr einfach, ja, wenn ihr diese Definition hier unten, diese Definition von Bind und diese Definition von Return, ja, wenn ihr die hier mal einsetzen würdet, und ich kann euch das einfach nur mal empfehlen, ich weiß, ihr habt alle zu wenig Zeit und so weiter, aber vielleicht hat jemand ja mal Bock und eine halbe Stunde Zeit oder 20 Minuten oder was. Setzt einfach mal die Definition von Bind und Return an der Stelle ein, ja, die jetzt orange markiert ist. Vereinfacht das so ein bisschen. Es gibt so offensichtliche Vereinfachungen, die man da machen kann. Was dann am Ende bei rauskommt, ist, diese Definition hier oben, die macht in Wirklichkeit genau das hier. Und ich weiß nicht, ob ihr den Kollegen hier, den ich jetzt hier gerade abfahre mit dem Cursor, ob ihr den erkennt. Das ist die Applicative-Instanz für den Function-Data-Type. Erinnert euch beim letzten Mal, man nimmt eine Applicative-Struktur-Liste von Funktionen und wendet jede Funktion, die ich da finde, auf jedes Argument, so eine Art Kreuzprodukt, das da gemacht wird, an und packt das wieder hier in so eine Liste von angewandten Funktionswerten. Könnt ihr euch noch erinnern? Das war das Verhalten von dem Listen-Applicative und genau das erhalte ich hier. Genau das erwartete Verhalten halte ich hier, wenn ich hier diese mechanische Ableitung mache an der Stelle. Okay, also dann habe ich meinen Nicht-Determinismus-Monad. Ja, hier kann ich mir noch Hilfsfunktionen bauen. Du gibst mir eine Liste von Werten, dann kann ich die in diesen Monad reinpacken. Das ist einfach nur der ND-Konstruktor. Oder hier, das ist eine Berechnung, eine nicht-deterministische Berechnung, die fehlgeschlagen ist in dem Sinne, dass sie gar nichts berechnet hat. Okay, wenn ich mir die Funktion irgendwie greife, dann kann ich jetzt auf einmal richtig cool mit diesem Bind-Operator so nicht deterministische Computation ausdrücken. Ja? Also hier, du gib mir irgendeine Zahl zwischen 1 und n, so würde man das einer, ja? Oder, ja, gib mir eigentlich die Liste von 1 bis n, aber 1 auf 1 bis n liest sich irgendwie suggestiver. Gib mir irgendeinen Wert zwischen 1 und n, nicht deterministisch, ja? Dann greife ich mir einen davon, den nehme ich x, dann baue ich mir einen neuen Wert, irgendeinen Wert, nicht deterministisch, zwischen x und n greife ich mir dann, den nenne ich y. Und dann checke ich, ob das Produkt aus x und y, ob das einem gewünschten Argument n entspricht. Okay? Falls das so ist, dann habe ich eine Faktorisierung von n gefunden, dann gebe ich die hier zurück. Alles klar. Wir wissen, was Return ist. Ne? Das Einpacken des Wertes hier in eine triviale M-Struktur, in eine triviale Liste, in der nur irgendwie x, y, das Tupel drinsteht. Oder ich schlage fehl, wir wissen auch, was das Failure ist, das ist die leere Liste. Also, das ist tatsächlich eine Berechnung über nicht-deterministischen Werten, eigentlich über Listen sozusagen. Bloß sehr suggestiv irgendwie hingeschrieben. Mach doch erstmal das, nenn das Ergebnis x, dann mach doch das, nenn das Ergebnis y und dann mach hier noch diesen Check, um dann das oder das irgendwie rauszuwerfen. Ich hoffe, ihr könnt schon merken, wie sich das irgendwie, ich weiß nicht, das hat sich eben fast imperativ angehört, sozusagen. Wie ich dieses Programm hier so lese, wenn das hier tatsächlich mein Semikolon ist, mein programmierbares, dann steht hier fast sowas wie x ergibt sich zu 1 auf 1 n Semikolon, y ergibt sich zu 1 auf x n Semikolon und dann wird hier dieses Conditional ausgewertet. Das fühlt sich fast an schon wie so ein Python-Programm oder so. Und wir können diesen entsprechenden Eindruck nachher noch deutlich verstärken, kann ich euch sagen. Okay. Also wir können das jetzt gleich mal auswerten lassen. Ich habe noch ein anderes Beispiel mitgebracht. Ja, weiß nicht,
kennt jemand in Zeitschriften diese entsprechenden Rätsel. Jeder Buchstabe steht für eine Dezimalziffer. Ja, send more money. Ja, für welche Dezimalziffer steht das S? Wofür steht das E? Wofür steht das M? Ja, da kann man irgendwie klug sein. Ja, oder man kann einfach Brute Force ausprobieren. Das ist ein Brute Force Ausprobierer. Ja, gib mir irgendeine Zahl zwischen 1 und 9. Ja, die nenne ich dann S. Gib mir irgendeine Zahl zwischen 0 und 9, die nehme ich E und so weiter. Das mache ich hier und so weiter. Hier, ich lasse mir lauter beliebige Kombinationen von diesen Belegungen der Variablen S bis Y geben. Dann checke ich, ob die alle verschieden sind. Das ist nämlich bei diesen Rätseln normalerweise so. Und dann checke ich, ob diese Send More Money Gleichheit gilt. Ja, und falls das so ist, habe ich eine coole Variablenbelegung gefunden. Gib die aus. Okay. Aber worum es mir geht, ist dieser Programmierstil hier irgendwie. Ja. Der fast in die Richtung schon von so, mach doch das und dann mach doch das und nenn das Zwischenergebnis D und dann das nächste Zwischenergebnis nenn M. In diese Richtung geht dieser Programmierstil. Okay, lass uns das kurz laden. Monadic Non-Determinismus. Non-Det. Warte mal. So, danke dir. Ausführen. Das sind die Faktorisierungen von 42. Was ist meine Multiply-To-Funktion? 1, 42, 6, 7, sieht gut aus. Und die Send More Money-Klamotte sozusagen dauert ein bisschen länger, aber ich glaube, der gibt mir gleich eine Variablenbelegung an der Stelle raus. Da ist sie. Okay, gibt nur eine. Alles klar. Eintragen, Postkarte absenden, Hauptgewinn in dem Magazin gewinnen. So, von diesem Punkt, dass diese monadischen Berechnungen mit diesen Sequenzen von Binds, ja, dass die irgendwie in diese Richtung gehen, den würde ich euch gerne jetzt an der Stelle in den nächsten 5 Minuten verkaufen. Also so ein monadisches Programm, ja, in dem Berechnungen E1 und E2 mit dem Bind zusammengeschubst werden, ja, das sind so Sequenzen von solchen Ausdrücken, oder? Genau wie das Send More Money eben, haben wir gerade eben gesehen. Ja, also führ erst E1 durch, was E1 berechnet hat, heißt X und unter dem Namen X, ja, ist das jetzt hier dem E2 zugänglich? E2 kann irgendwie was Gutes berechnen und so weiter. Ja. Jeder imperative Programmierer würde jetzt sagen, pff, ja, das ist genau das, was wir täglich machen. Berechne irgendwas, führe Berechnung E1 aus, das Resultat nenne ich X, dann kommt E2 zum Zuge. Natürlich kann sich E2 auf X beziehen, wäre ja noch schöner. Ja. E2 macht dann eine Berechnung und so weiter und so fort. Das wäre das imperative Programm, das dazugehört. Ja. Hier habe ich mir das richtig schön suggestiv das Semikolon wieder explizit hingeschrieben. Alles klar. Und weil wir mit den Monads und dieser Bind-Notation jetzt tatsächlich in einer Welt sind, die dem hier sehr, sehr nahe kommen, sind die Haskell-Programmierer und die Haskell-Entwicklerinnen einfach einen Schritt weiter gegangen und haben uns tatsächlich syntaktischen Zucker in die Hand gegeben, die sogenannte Do-Notation, die das wirklich auf die Spitze treibt, die Programme in der Form da oben uns, ja, eigentlich in der Form hier fast syntaktisch erlauben zu notieren. Das ist syntaktischer Zucker in dem Sinne. Ja, hier auf der linken Seite seht ihr auf einmal einen neuen Haskell-Ausdruck, den wir bisher noch nicht besprochen haben. Do heißt der. Und hier in geschweiften Klammern, was da stattfindet, ja, wenn das nicht aussieht wie imperatives Programmieren, dann weiß ich es nicht. Ja, werte doch mal E aus, das Ergebnis heißt X. Das ist die Zuweisung an die Variable X, die dann natürlich hier in den restlichen Statements, ES, das soll eine ganze Liste von Statements sein, wieder durch Semikolon getrennt, natürlich zur Verfügung steht. Da kann man das X auf das X zugreifen. Okay, also, oder hier, führ doch mal das Ergebnis, die Berechnung E aus. Das Ergebnis ist mir herzlich egal. Das Einzige, was mich interessiert, ist der Seiteneffekt. Und wir wissen tatsächlich, ja, wenn wir in diesem ST-Monat sind, dann kann ich oder in dem IO-Monat, dann kann ich tatsächlich berechnete Werte empfangen von meinen Computations E. Aber die hinter den Rücken ändern mir auch den Zustand der Welt. Es macht durchaus Sinn, eine Berechnung E durchzuführen, das Ergebnis X, wenn sie überhaupt eins berechnet, irgendwie wegzuschmeißen, ja, und dann die nächsten Berechnungen anzustoßen, die nächsten Welttransformationen irgendwie anzustoßen. All das macht auf einmal Sinn. Und das ist wirklich nur syntaktischer Zucker. Was hier auf der linken Seite irgendwie so cool aussieht mit Do-Notation und den Semikolon und so, wird auf der rechten Seite natürlich einfach in das hier übersetzt. Ja, überhaupt gar keine Magie. Ja, also so ein triviales Do-E ist einfach wie das E selber. Aber das hier, das ist der interessante Fall, führ erst E aus, das Ergebnis nenne ich X
und das X ist dann in Verfügung hier in dem Rest der Computation. Ist das tatsächlich eine sinnvolle Definition? Ja, weil was hier in den geschweiften Klammern steht, ist schon um einen Semikolon-Eintrag kürzer als das, was auf der linken Seite steht. Das wird tatsächlich irgendwann trivial kurz werden. Also ist die Do-Notation einfach nur aufgehübschte syntaktischer Zucker für solche monadischen Berechnungen, die hier auf der rechten Seite stattfinden. Ihr seht, wie in trivialer Art und Weise das Ergebnis von E, das hier potenziell berechnet wird, wie das einfach unter den Tisch fallen gelassen wird. Ja. Trivial. Aber was es in der Do-Notation noch gibt, ist ein ganz normales Let. Ja. Aber das wird genauso übersetzt, wie ihr es hier auf der rechten Seite seht. Okay. Und dann gibt es noch den Trick, da gibt es aber in Haskell ganz allgemein, ja, dass Konstrukte, die man so in geschweifte Klammern mit Semikolon getrennt irgendwie notiert hat, das haben wir schon am Anfang der Vorlesung besprochen, dass man die nicht explizit mit geschweiften Klammern notieren muss und Semikolon, sondern dass man die aus einem 2D-Layout so einrücken kann und dann erfindet Haskell die entsprechenden Semikolon und geschweiften Klammern automatisch so drumherum, wie es gebraucht wird. Dann wird die Illusion dann wirklich richtig heftig. Sehen wir gleich im nächsten Beispiel. Aber bitte, ja, manchmal treibt einen das so weit, wenn man diese Programme sieht, dass man denkt, oh geil, ja, ich kann in Haskell ja doch was richtig machen und imperativ programmieren und diese komischen Funktionen anwenden. Bitte nicht ins Boxhorn jagen lassen. Das ist syntaktischer Zucker für rein funktionale Computation, wie sie hier auf der rechten Seite steht. Selbst wenn das Do irgendwie so cool imperativ aussieht, was nachher bei rauskommt, ist irgendein Wert vom Typ B in so einem Monad M. Nichts anderes. Genau wie es die Kollegen hier auf der rechten Seite berechnen können. Geht gar nicht anders. Können wir mal kurz hier in Haskell gehen, in die GHCI-Rappel. Ja. Und dann kann ich euch mal hier so eine Do-Computation anbieten. Warte mal. So, hier. Ja, das sieht irgendwie komisch aus. Ja. Aber was hier in Wirklichkeit geschieht, ist, hier diese monadische Berechnung, wir wissen, either kann zum Monat gemacht werden, liefert mir den Wert 41. Die 41 hier, ja, die wird an das X gebunden. Ja. Bind guckt in diese M-Struktur rein und nimmt sich den Wert raus. Dieser Wert wird an das X gebunden. X ist jetzt 41, hier wird also eine 42 berechnet, die wird in so eine triviale Struktur eingebettet, kommt write 42 raus, hoffentlich. Da steht es, write 42. Hätte ich auch so schreiben können. Oh, okay, ja, aber alles klar, ihr seht den Punkt. Ja, und wenn ich hier mit, was weiß ich, ja, genau, dann seht ihr, wie sich dahinter tatsächlich die Bind-Implementation von unserem Either-Data-Type verbirgt, sozusagen, wie wir sie schon kennen. Aber was rauskommt aus so einem Do, ist eine M-Struktur. In diesem Fall ist es ein Either. Nichts Magisches oder so. Hier wird nicht imperativ programmiert, es sieht bloß so aus. Und dass es tatsächlich cool so aussehen kann, sieht man auf einmal in Programmen, die dann so aussehen können. Ja. Hier, ich fange gleich mein ganzes Main-Programm gleich mit so einem Do an. Ihr seht, ich benutze Layout-Syntax, diese 2D-Syntax, und lasse mich nicht darauf ein, geschweifte Klammern und Semikolon zu schreiben. Die einzelnen Einträge, die hinter diesem Do stehen, die liste ich einfach hier schön eingerückt in 2D-Layout einfach hintereinander an. Auf. Und jetzt wird es dann wirklich Python-esque, sozusagen. Ja. Das hier ist so eine IO-Aktion, die gibt mir einen String auf dem Terminal aus, wenn ich sie denn irgendwann mal ausführe. Ja. Danach wird dann irgendwie hier die Getline-Funktion ausgeführt oder die Aktion ausgeführt. Die liefert mir einen String zurück. Getline ist IO-String. Dieser String landet in der From-Variablen. Die steht mir zum Rest des Programmes hier zur Verfügung und so weiter und so fort. Ihr seht, ich lese noch eine To-Variable ein. Mit diesen beiden Strings, From und To, rufe ich die Copy-File-Funktion auf. Naja, und gebe ihr dann noch so eine Ausgabe aus. Und die Copy-File-Funktion, die kann nichts anderes haben als diesen Typ IO-Int. Das ist ja eine von diesen monadischen Aktionen, die ich hier einreihe mit den anderen Aktionen. Ja, also die kann ich dann aber auch in Do-Notation irgendwie formulieren. Ich lese den Inhalt des Files, das den Namen from hat, den Inhalt, das ist ein String, den nenne ich Content, den schreibe ich dann in die,
in das neue File 2 rein und was ich zurückgebe, ist hier noch, wie viel habe ich denn jetzt an Bytes kopiert sozusagen. Das sieht aus wie funktionales Programmieren. Aber bitte macht euch die Mühe, habe ich das eigentlich hier mal gemacht? Ja, genau, ich habe es gemacht. Ja, das hier ist das Programm, das so irgendwie so imperativ aussieht, aber was da tatsächlich passiert ist, das da. Ja, es wird diese IO-Aktion beschrieben. Was da rauskommt, das Ergebnis interessiert mich nicht. Darum benutze ich hier diesen Bind mit dem Lambda Underscore. Dann kommt das Getline zum Zuge. Was da rauskommt, das nenne ich From und so weiter. Das ist das, was da in Wirklichkeit steht und wirklich ausgeführt wird. Und jetzt haben wir auf einmal gar keinen Zweifel mehr, dass das eigentlich Funktionskomposition ist und in geeigneter Art und Weise werden hier die Werte und die geänderten Welten sozusagen. In diesem Fall wird sich wohl das Filesystem irgendwie ändern durch meine Copy-Aktionen, werden einfach weitergereicht. Copy-File, da ist es. Da ist genau das Programm, von dem ich gerade geredet habe. Wenn ich das ausführe, ja, und dann kommt es auf einmal hier zu so einem Prompt. ANH.text Episode 4.text. Ja. Okay, auf einmal haben wir richtig Interaktion hier sozusagen. Offensichtlich ist diese IO-Aktion hier, diese große hintereinander geschaltete Komposition von IO-Aktionen, die ist jetzt tatsächlich irgendwie zur Ausführung gekommen. Erinnert euch, wie ich das vorhin irgendwie gesagt habe, ihr könnt durch Funktionskomposition könnt ihr allerlei Zeug erzeugen. Es muss dann bloß irgendwann auch tatsächlich zur Ausführung gebracht werden. Klar, ich habe die Ausführung natürlich mit durch Aufruf von Main hier an der Stelle erzwungen. Und offensichtlich ist das Haskell Runtime-System jetzt so schlau und hat diese IO-Aktion, die wir hier durch Komposition ineinander geschaltet haben, tatsächlich zur Wirkung gebracht, tatsächlich zur Ausführung gebracht. Okay. Ja, ich weiß nicht. Das ist Do-Notation in diesem Beispiel. Ich habe die Do-Notation auch mal mitgebracht in dem Beispiel hier. Erinnert euch noch an unseren Nicht-Determinismus-Monad, genau der 0815-Monad. Ja. Jetzt lesen sich diese Beispiele Multiply 2, wo ich irgendwie nach den Faktoren der Zahl n suche, die lesen sich jetzt auf einmal so. Ja, x ergibt sich zu 1 of, also einer von 1 bis n, y ist einer von x bis n. Das x hier ist bekannt, weil es da oben irgendwie gebunden wurde. Und dann hier unten habe ich mein if-then-else. Das sieht fast aus wie ein imperatives Programm. Oder hier ist mein send-more-money-Programm, das sieht jetzt so aus. Alles mit Do-Syntax, die das Ganze irgendwie erträglich und lesbar macht. Okay, cool. Aber lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, bitte. Ja. Das Do ist weiterhin nur syntaktischer Zucker für die Komposition solcher monadischen Funktionen. Ja, das ist nicht auf einmal, hey, Python oder C oder JavaScript eingebettet in Haskell oder irgendwie sowas. Nein. Ja. Lasst euch davon nicht irgendwie ins Boxhorn jagen, nur weil hier diese drei Aktionen irgendwie so hintereinander stehen, ja, und das Return, so suggestiv Return heißt in der monadischen Berechnung, passiert dir vielleicht nicht das, was ihr an der Stelle erwartet. Was kommt hier raus? Ja, ihr seht, tatsächlich bringe ich hier das F tatsächlich zur Ausführung, IO Integer, also das X wird nachher ein Integer sein und diesen Integer, den gebe ich nachher hier auf dem Terminal aus. Welcher Integer wird ausgegeben? Ich würde meinen 1904. Okay, warum nicht 1893? Hier, ich bekomme doch an die Berechnung von Return 1904 gar nicht ran. Da ist doch schon Ende an der Stelle. Ja, aber das ist ja nicht das letzte Bind, das passiert. Okay, ja, also einfach mal das Do hier ausfalten und die Binds sozusagen irgendwie einsetzen. Was da irgendwie tatsächlich passiert, ist nicht hier. Beeinflussung des Kontrollflusses oder irgendwie sowas in der Funktion f, sondern es wird einfach nur in trivialer Art und Weise der Wert 1893 in so eine IO-Struktur eingepackt. Und danach geht die Berechnung happily weiter. Ja, weil wir hier keine Bindung machen, ja, sondern einfach das Return so auflisten, wird die 1893 gleich auf den Boden fallen gelassen, geht verloren. Ja, und das hier, das ist die triviale
Das ist die triviale Struktur, die das F hier an der Stelle zurückgibt. Also wird hier am Ende 1904 ausgegeben, wie es auch sein soll. Okay, so, jetzt kommt eigentlich der letzte Punkt, den ich machen möchte. Ja. Mir ist bewusst, dass ich jetzt schneller war als im Rest der Vorlesung, aber ihr wisst auch wieso, weil wir die ganze Geschichte jetzt irgendwie zum Abschluss bringen. Und das ist auch völlig in Ordnung so, wir sind an dem Abschluss angelangt. Trotzdem kann man sich jetzt vielleicht noch fragen, okay, jetzt hast du da irgendwie solche IO-Aktionen irgendwie zusammengestöpselt und so weiter, aber irgendwie fehlt mir noch die letzte Connection, die letzte Verbindung zwischen, ach guck mal, das ist ja eine IO-Aktion, die du mit Binds oder mit Do so zusammengestöpselt hast. Wie kommt die denn jetzt tatsächlich zur Ausführung? Das Zusammensetzen so einer Berechnung von solchen IO-Aktionen, das ist immer noch pure. Ja. Okay. Aber irgendwo muss doch irgendwie die Verbindung dieser IO-Aktion, irgendjemand muss die für mich zur Ausführung bringen und die in dieser IO-Aktion beschriebenen Aktionen, put string line, get line und so weiter, irgendjemand muss die tatsächlich auf dem Filesystem durchsetzen, in Anführungszeichen, und richtig zur Ausführung bringen. Und diese Folie hat die entsprechende Antwort dazu. Tatsächlich, was wir mit do oder mit bind oder sowas zusammensetzen, in Anführungszeichen, ja, das ist tatsächlich alles noch pure functional sozusagen. Wir haben bloß ein IO-Skript, eine große IO-Aktion irgendwie zusammenkomponiert und beschrieben, wie die nacheinander ablaufen sollen und welcher Wert weitergereicht wird an welchen, wenn es denn mal zur Ausführung kommt. Das ist alles cool, aber hier in diesem Schritt 1, wo wir das komponiert haben, ist überhaupt noch gar kein IO passiert. Wir haben bloß ein IO-Skript, sage ich jetzt einfach mal, so eine große Action zusammengesetzt. Okay? Super, dann haben wir den Wert vom Typ IOA in der Hand. Und wenn so ein Wert vom Typ IOA in der Main-Funktion, hier, das müsste eigentlich bold, blinkend, unterstrichen, was weiß ich sein sozusagen. Diese Funktion ist magisch in Haskell, die Main-Funktion. Die Main-Funktion hat als einzige Funktion in Haskell die Fähigkeit, ein Skript, ein IO-Action vom Typ IOA tatsächlich zur Ausführung zu bringen. Stellt euch vor, es gibt im Laufzeitsystem von Haskell gibt's so einen kleinen Mini-Interpreter, der diese IO-Skripte, die durch Do oder Bind irgendwie zusammengesetzt wurden, wirklich Schritt für Schritt anguckt und zur Laufzeit des Programms tatsächlich ausführt und dann bei PutString tatsächlich auf dem Terminal ein String printet, bei GetLine tatsächlich vom Terminal ein String Lease, bei Write und CopyFile tatsächlich Operationen auf dem Filesystem macht. Nur die Main-Funktion hat diese spezielle Fähigkeit. Okay, also, das ist der Schlüssel da an der Stelle. Ja, alle IOA-Werte, die ich hier von der Main-Funktion irgendwie auswerten lasse, die führen tatsächlich zu Seiteneffekten, alles andere nicht. Um diesen letzten Punkt zu machen, habe ich noch eine Variante von meinem Copy-Beispiel mitgebracht und dann sind wir durch mit der Vorlesung. Nein. Hier, das ist das Copy-File-Programm von eben. Okay, hier ist mein Programm, das erstmal die beiden Filenamen einliest und dann die Copy-File-Funktion aufruft. Okay, aber ich habe das mal eingewickelt in dieses Ignore hier. Und ihr könnt ja schon denken, was das Ignore macht. Hier ist das Ignore. Gib mir irgendein Argument, dann ignoriere ich das und gebe stattdessen diese IO-Aktion aus. Okay, alles klar. Also, dieses hier, natürlich kommt es zur Ausführung der Copy-File-Funktion. Ja. Laziness aside, es kommt zur Ausführung der Copy-File-Funktion, aber an der Stelle wird noch kein File kopiert oder was. Es wird eine IO-Action zusammengestöpselt, hier oben ist sie übrigens, die kennen wir schon. Es wird eine IO-Action zusammengestöpselt, denn wenn sie mal ausgeführt wird, dann wird die zum Kopieren eines Files führen. Aber sie wird nie ausgeführt. Ja, das Ignore schmeißt das Ding einfach nur weg. Also bitte, ja, die Konstruktion dieser IO-Aktion, da wird sie konstruiert, cool, ja, von der Ausführung, die nachher die Main-Funktion wie durchführt, sozusagen, bitte entkoppeln. Das sind zwei verschiedene Dinge. Konstruiert wird diese Copy-File-Aktion, sie kommt bloß nie zur Ausführung. Darum wird hier an der Stelle niemals ein File kopiert, auch wenn das hier an der Stelle irgendwie suggeriert wird. Okay. Wenn ich das Programm umändere und daraus Don't Ignore mache, hier ist die Don't Ignore-Funktion,
Ja, die nimmt eine Action, die ich übergebe, da ist sie, und baut daraus eine Composite Action, die erst diesen String ausgibt, dann die Action ausführt und dann den zweiten String ausgibt. Ja, hier kommt es tatsächlich zu der Ausführung von dem Copy-File from to. Okay, also eine IO-Aktion zu konstruieren mit do und bind und so weiter, cool, good effort. Ja. Solange die aber nicht innerhalb der Main-Funktion tatsächlich zur Ausführung kommt, passiert als Seiteneffekt auf dem System gar nichts. Also ist Haskell tatsächlich weiterhin eine pure Programming Language und ich habe volle Kontrolle darüber, dass nur die Dinge vom Typ IOA, die hier von der Main-Funktion aus zur Ausführung kommen, dass die tatsächlich einen Seiteneffekt haben können. Außerhalb davon gibt es im ganzen Rest meiner Welt keine Seiteneffekte, nur in dieser kontrollierten Art und Weise. IO-Werte, die von der Main-Funktion zur Laufzeit des Programms interpretiert werden, wo die Skripte, diese Actions tatsächlich zum Laufen gebracht werden, nur da passieren Seiteneffekte. Fertig. Das wäre es eigentlich für dieses Semester. Ja. Wenn ihr in den Folien jetzt weiterblättert, seht ihr, dass ich euch einen Interpreter zum Spielen sozusagen, zum Anschauen. Also das, was das Haskell-Laufzeitsystem für uns hinter den Kulissen, magisch hinter den Kulissen macht, wenn das Main zur Ausführung kommt, das habe ich euch mal zum Spielen, zum Anschauen, das habe ich euch mal nachprogrammiert in Haskell. Sozusagen. Da könnt ihr richtig sehen, wie der Interpreter, der sich hinter Main verbirgt, der sich die IO-Actions anschaut und, oh, guck mal, ich soll was printen, oh, ich soll was einlesen und so, der das dann tatsächlich macht, den habe ich euch zum Spielen mal gegeben. Könnte aber, wenn euch das nicht interessiert, was in Main irgendwie intern passiert, könnt ihr das vergessen. Okay? Hier an der Stelle, in dem File, in dem Slide und so weiter, hört der klausurrelevante Stoff auf. Ein Hinweis nur, hier ist Roll Your Own I.O. DSL, das ist das, was ich gerade eben meinte. Und dann kommt hier noch irgendwie 10 Folien zu sogenannten Monad-Transformern. Völlig nicht relevant für die Klausur, nur für die Leute unter euch, die das irgendwie spannend finden. Da wird nämlich beschrieben, wie, Mensch, mit dem Either-Data-Type, da kannst du ja mit Exceptions irgendwie umgehen. Und mit dem IO-Data-Type, da kannst du irgendwie Input-Output sozusagen beschreiben und machen und so weiter. Aber was ist, wenn ich ein Programm haben will, das mal vielleicht eine Exception werfen will und mal, im Gutfall, vielleicht IO machen will? Dann muss ich irgendwie Either und IO zusammenbringen oder zusammenstöpseln und zusammenwerfen. Die 10 Folien, die hier kommen, die behandeln das und beschreiben das, wie das funktioniert. Ich habe diese Folien extra in einem anderen Stil geschrieben, in einem Stil, der euch explizit auf den Folien sagt, hey, wenn jetzt Vorlesung wäre und der Gruscht würde hier vorne vorsingen, dann würde er jetzt dieses File öffnen und das Beispiel dazu irgendwie zeigen. Okay, also, wie gesagt, nur wer Bock hat, sich das anzuschauen, ist da welcome, im Forum dazu fragen, jederzeit. Ja, diese Folien sind so aufbereitet, dass sie euch ein Selbststudium irgendwie erreichen. Ich würde das im Rahmen dieser Vorlesung, ist schon öfter so gewesen, dass wir das in FP nicht besprechen konnten zeitlich, also ein ganz normaler zeitlicher Ablauf in diesem Semester, außen vor lassen. Wie gesagt, übungszettelmäßig und auch klausurmäßig nicht relevant. Vielen Dank, Kollegen. War ein geiles Semester mit euch. Ich danke euch. Vielleicht sehen wir uns ja in anderen Umständen irgendwie nochmal wieder, andere Vorlesungen und so weiter. Ich wünsche euch alles Gute. Wir schreiben irgendwie eine Klausur. Wann ist die? Am 10. oder so? Irgendwann. Kommt im Forum noch alles dazu. Entsprechende Hinweise. Haut rein, lasst es euch gut gehen und vergesst Haskell nicht. Nicht immer nur Python machen und sagen. Tschö.